So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spiel. Endlich mal kein actiongeladenes Super-Hyper-Shooter-Spiel. Es ist zwar, hat zwar auch was mit Waffen zu tun, aber es hat nichts mit einem Ego-Shooter oder so zu tun. Ich spiele es auch meistens in der Third-Person-Mode und deswegen kennt ihr es vielleicht schon. Es ist ein Mod für Arma 2. Es ist das, der DayZ-Mod. Viele kennen ihn schon und hier ist meine Lieblingskuh. Ich bin ja Hindu, wie ihr alle wisst, nicht. Und ich bete sie jetzt an. Das war hinsetzen. Wie kann man denn anbeten? Keine Ahnung. Und auf jeden Fall gibt dieses Spiel wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Teilweise ist es auch sehr realistisch, teilweise natürlich sehr unrealistisch. Wie zum Beispiel die Zombies, die es hier gibt. Und ja, ich werde mich jetzt einfach mal auf den Weg begeben. Und dieses Video wird circa dann enden, wenn ich entweder sterbe, mein Internet abkackt, mich ein Zombie tötet. Ja, das gehört mit zu sterben. Oder mich ein anderer Mitspieler auch tötet. Und ja, normalerweise heißt es ja, man soll sich so lange an der Küste begeben, bis man eine Stadt findet. Und warum habe ich gerade nur 18 Frames? Ist doch egal, es ist flüssig. Und ja, ich hoffe, meine Audio-Sound stimmt gerade. Ich habe es gerade nicht nachgeguckt, nur ein bisschen kurz. Und ich kann ja ein bisschen was zu dem Spiel sagen. Hier die Anzeigen, einmal oben rechts das Ohr, bedeutet, wie laut ich zu hören bin für Zombies und für Gegner. Ja, für Gegner eher weniger, aber für Zombies. Das Auge, ja klar, wie sichtbar ich bin, da vorne ist auch schon ein Zombie. Und da gehe ich besser mal rum, weil ich habe keinen Bock mit dem Bekanntschaft zu machen. Darunter sieht man einmal die Waffe. Ich weiß nicht wirklich, was es bedeutet. Ich spiele das jetzt seit 3 Tagen. Entweder ist das eine Überhitzung oder einfach nur, dass das Magazin fast leer ist. Ich glaube, das eher, das Letztere. Oh, und ich sehe da hinten schon eine kleine Gegend. Da könnten wir gleich mal gucken. Und man muss sich hier eben wirklich... Ist der Zombie hinter uns? Ja, okay. Er wird uns nicht angreifen. Man hat hier eben am Anfang Folgendes. Eine Bandage, also zum Bandagieren. Eine Bandage. Ich mache mal lieber auf Deutsch. Schmerzmittel, eine Taschenlampe und ein Rucksack. Um es mal so zu sagen. Und ja, nächste Anzeige, Thermometer, das ist für uns nicht so wichtig. Das ist, man kann, wenn man in die Berge geht und da Schnee liegt, kann man auch noch einen guten Wärmeanzug haben, damit man langsamer Hunger kriegt und so. Aber das interessiert mich noch gar nicht, weil so weit bin ich noch lange nicht. Dann einmal darunter, dieses Symbol, das mehr wie eine Vase aussieht, wenn ich finde, das ist das Durstsymbol. Darunter dieser Tropfen da soll ein Bluttropfen darstellen, dass mein Leben und wie viel Blut ich noch im Körper habe, bevor ich verblute. Dann noch einmal darunter Messer und Gabel, was soll es anders sein als natürlich Essen. Und ja, was gibt's hier noch? Ein paar wichtige Sachen. Man kann ja immer lustige Sachen machen, wie zum Beispiel, nee, Sachen machen kann man nicht. Wenn man sich zum Beispiel hinlegt, kann man so lustige Sachen hier machen. Ui, ui, ui. Oder auch in die andere Richtung. Dann gibt es ja natürlich auch noch ganz andere Sachen. Ich habe natürlich noch lange nicht alles rausgefunden. Wie zum Beispiel, ich hier am Anfang hier einmal R gedrückt habe. Warte, ich habe R gedrückt. Da kann man sich einfach hinsetzen, einfach nur mal ein bisschen chillen und ein bisschen in der Gegend rumgucken. Aber wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen weitermachen, weil ich will so schnell wie möglich eine Waffe haben, damit wir die Zombies töten können und uns rein theoretisch auch gegen ein paar wirkliche Gegner, also echte andere Spieler, behaupten können, aber das geht natürlich nicht so locker, weil hier sind auf dem Server, glaube ich, sind nur, wie viel, 10, 20 Typen und auf dieser Riesenkarte, also ihr wisst nicht, wie groß diese Karte ist, das ist abartig groß und ja, hier ist ein Kilometer, gefühlt 10 Kilometer, finde ich. Und ja, ich habe nämlich jetzt eigentlich keinen Bock, direkt auf Zombies zu treffen, ohne dass ich wenigstens eine Axt habe oder irgendetwas anderes zum Zuschlagen. Aber was will ich tun? Ich habe nicht die Wahl. Und hier übrigens, alles steht hier auf Russisch. Das liegt daran, dass die Entwickler, glaube ich, vielleicht Russen waren, würde ich mal tippen. Ah, Zombie. Und übrigens, die Zombies sind ziemlich blöd. Bis die einen treffen, da ist man schon einmal über alle Berge. Also, ich wurde fast noch nie getroffen. Und wenn doch, nur weil ich mich im Kampf gegenüberstelle. Die Tür kann man leider nicht öffnen. Ah, alles voller Zombies. Ja, und was kann man denn noch sagen? Hier gibt es wirklich jede Art von Loot. Zum Beispiel, es ist auch relativ realistisch, dass nicht alle Fahrzeuge, die man findet, funktionieren. Also ist ja eine Zombie-Apokalypse überhaupt immer normal. Und wenn man sie zum damit sie funktionieren sollen, dann muss man sie erstmal selber reparieren. Und hier kann man anscheinend auch nicht die Tür aufmachen. Das finde ich sehr schade. Mann, wo finde ich denn hier jetzt meinen ersten Loot? Da ist nicht offen. Man kann das immer so einigermaßen erkennen, in welche Häuser man rein kann und welche nicht. Nein, du gehst weg. Ah, war da was? Nee, da war nichts. Na super. Und teilweise, glaubt mir, das Spiel ist teilweise so eintönig. Also man muss wirklich ein bisschen Geduld haben, bis es wirklich actionreich wird. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die ganze Zeit laufen müsste und jetzt am Anfang noch nicht so viel erklären kann, könnt ihr auch einfach ein paar Szenen, die langweilig sind, rausschneiden. Das würde ich dann auch machen.
und nur die tollen Szenen hochladen. Und wir gucken mal, ob man ins Haus rein kann. Das sieht nämlich so teilweise so aus. Ja, kann man. Dann machen wir mal die Tür zu, damit die mich nicht nerven. Also nerven mich. Ah! Nein, geh wieder auf, geh wieder auf. Ah, das Zombie wird reinkommen. Der Zombie wird mich diesmal schlagen, das werdet ihr auch sehen. Warum geht ihr denn nicht auf? Geh auf. Ah, jetzt. Ah, ha, ha, ha. Und wie wir sehen, es liegt hier gar... Obwohl, da liegt sogar was rum. Cool. X. Und jetzt einmal kurz hier übers Mausrad fahren und dann hier auf Gier. Oh Gott, er schlägt mich, er schlägt mich, er schlägt mich, er schlägt mich. Gar nicht gut. Und ich blute, ich blute, ich blute, ich blute. Und da liegt eine Axt, die muss ich... eine Crowbar. Nimm. Jetzt verpiss dich. Verpiss dich. Und hier einmal kurz rüber. Oh, lauf, 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 lauf. Und ich blute. Ich muss mich ganz gleich ganz schnell verbinden. Dafür gehe ich einmal in die Tanne da rein, weil da ist so ein Bug. Oh Gott, ich bin gerade so weit weg vom Mikro. Da habt ihr mich ziemlich schlecht gehört. Da ist so ein Bug, dass man hier sich in eine Tanne reinstellen kann. Und sich dann verbinden kann, ohne dass sie einen groß nerven. Macht mal Rechtsklick und bandage myself. Eben alles noch auf Englisch, aber könnte sich ja im Laufe der Laufbahn dieses Spiels vielleicht ändern. Oder vielleicht gibt es auch einfach ein Add-on, das man runterladen kann. Ich weiß es nicht. So, und jetzt blute ich nicht mehr. Man sieht jetzt beim Tropfen, da ist der obere Teil weg. Aber ich will mich ja jetzt wehren können. Deswegen nehmen wir diese Crowbar und machen wieder Rechtsklick. Ups, Rechtsklick und Remove to Toolbar. Front to Welt to the... irgendwas. Oh Gott, und ich werde hier gerade genervt. Belästigt förmlich. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ah, cool. Hier, übrigens, man kann... Wow, nicht, 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 ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht sterben. C, so, damit wir normal laufen können. Und das ist jetzt relativ schwer, die zu töten, deswegen laufe ich jetzt am Anfang auch nochmal, damit ich die jetzt nicht töte. Und einfach mal nur geradeaus laufen und glaub mir, ich glaube, nee, nee, ich gehe jetzt mal ins Landesinnere, weil sonst ist das zu langweilig, bis ich endlich meine Stadt finde. Wie schon gesagt, die Map ist ziemlich groß. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Map... Nee, ich habe eine Map erst später, die muss man sich auch irgendwie zurechtfinden. Ich weiß auch gar nicht... Nein, nein, was macht er denn? Nicht so langsam laufen, warum läufst du so langsam? Nein, 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 nicht langsam laufen. Hä, warum läufst du denn so langsam? Bergauf oder warum? Nee, jetzt geht... Ach, man muss ein bisschen schräg laufen, okay. Okay, wieder ein bisschen realistischer geworden, das Spiel für mich. Jeden Tag ein bisschen realistischer, das ist das Motto hier. Und ja, hier gibt es alles Mögliche, von Kompass bis Uhr, muss Feuerzeuge, Streichhölzer finden, um Feuer zu machen, muss jagen, muss sich ernähren und so weiter und so fort. Ich guck mal, ob die Zombies noch hinter mir sind. Nee, das sieht gut aus. Da hinten, da schlängeln sie dort. Oh Gott, warum war da gerade so ein Grafikbug? Wie schon gesagt, noch in der Alpha. Und ich muss meine Kiefermuskeln mal kurz entspannen, weil ich gerade so viel am Anfang geredet habe. Ihr hört jetzt Musik. Nein, Scherz. Die werde ich jetzt wahrscheinlich nicht einspielen. Und ich habe aber gerade Trinken gefunden. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das Schwere ist in diesem Spiel wirklich Essen zu finden, ohne dass man... ein Tier getötet hat. Also man kann natürlich auch Fleisch aus dem Tier rausschneiden, aber das Problem ist, rohes Fleisch ist nicht so empfehlenswert, wegen Salmonellen und so, ihr wisst das ja alle. Da muss man sich erstmal ein Feuer machen und ich habe noch keine Streichhölzer gefunden, also bringt mir das gar nichts. Oh, ich kann wieder schnell laufen. Huhu! Oh, Alter, mein Kiefer tut so weh. Und hier kann man jetzt einfach mal gucken, wo man längs geht. Also hier gibt es wirklich auch Flugzeuge, Panzer, nach meiner Erkenntnis, Hubschrauber, Sniperwaffen, normale Waffen und nicht so komische Crowbars, also Brecheisen. Ich glaube, ich übersetze jetzt alles, weil nicht jeder von euch kann perfektes Englisch, auch wenn man immer sieht, was ich da in der Hand habe, dass es ein Brecheisen ist. Trotzdem kann das ja manchmal trotzdem verwirrend sein und ich habe gerade so oft hintereinander trotzdem gesagt, dass ich mich schon wieder am liebsten schlagen würde. Ich bin gerade durch den Ast durchgelaufen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Und das an der Seite verschwommen, das ist einfach nur so, dass es realistisch auch ist, dass der Target, also das Sichtfeld, rechts und links verschwimmt. Das ist ja bei uns auch so, auch wenn wir das jetzt nicht so wirklich beachten, weil wir haben ja immer nur einen Fokus. Und ein normaler Mensch sieht ja jetzt nicht das alles, was wir sehen. Obwohl, doch, doch, kann sogar sein, dass so groß das Sichtfeld ist. Weiß ich jetzt nicht genau, wie groß das bei uns so ist. Könnte ja unterschiedlich sein. Und ja, ist ja irgendwo eine Straße, weil Straßen führen immer zum Ziel. Das ist so eine Regel, weil wer baut ja nur eine Straße, die nicht zu einer Stadt führt. Also das hätte ja keinen Sinn, wenn die im Wald endet. Ne, verstehst du? Oh, wie lange nehme ich schon auf? 20 Minutes. Okay. Und hier da unten links die ganzen tollen Meldungen, die nerven manchmal ein bisschen. Aber du kannst hier natürlich auch sehr schön schreiben. Warte, ich kann mal kurz gucken. Vehicle Direction Side Chat, da kannst du hier rein schon mal schreiben. Ist hier jemand jetzt Deutsch? Immer schön groß schreiben, Deutsch.
Ja, und hier, ja, jetzt kann ich euch das auch zeigen hier mit dem zur Seite. Ui, 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 da kann man eben, ja, ein paar Moves machen. Ja. Oh, scheiße. Gar nicht drauf geachtet. Okay. Das war natürlich Dummheit. Dummheit tut weh, weil beim Server suchen achte ich nicht wirklich drauf, was da steht, ob es ein Deutscher oder ein Russischer. Eben beim ersten Aufnahmeversuch war ich plötzlich auf dem Russischen gelandet. Also, das wäre. Jetzt. Die beleidigen mich. Mama. So. Oh. Und da ist ein Haus. Also, wenn das eins ist, glaube ich schon. Und ja. Da ist auch ein Zombie. Was wollte ich denn jetzt sagen? Die beleidigen mich. Ja, ne? Das Dumme ist, es ist eben nicht wirklich jedes Haus verfügbar. Was ist das da oben? Nur ein Berg. Okay. Ich suche, wisst ihr, wo ich gerade nach auf der Suche bin? Ich suche gerade ein, wie heißt es? Eine Militärbasis oder ich suche einen Flugplatz. Aber ich glaube nicht, dass wir so schnell einen finden werden. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen am Anfang rumirren, solange ich noch mit euch reden kann und mir nicht die Kieferklappe abfällt. Was sie sowieso irgendwann wird, weil das ist wirklich sehr viel, was ich hier gerade laber. Nee, der ist vollkommen zerstört, der Wagen. Oh, und hier ist die Straße. Yay, wir haben Zivilisation gefunden. Ist irgendein Zombie hinter uns jetzt? Nee, aber solange es nur einer ist, ist alles okay. Da kann man alles machen. Und ja. Oh, da steht, dass ich die hier die Connection verloren habe, aber das ist immer nur kurz. Das einfach nicht drauf achten, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin doch online. Das ist manchmal nur ein bisschen sehr verwirrend. Oder ich habe jetzt wirklich die Verbindung verloren, aber noch können wir ja laufen und sind noch nicht runtergeflogen. Von daher ist noch alles im grünen Bereich, bis auf natürlich meine Trinkensanzeige, die langsam irgendwas macht. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Boah, Alter, und die Soundeffekte sind manchmal gar nicht so schlecht hier. Ich habe gerade so links vor meinem Ohr eine Krähe gehört. Eine Krähe. Na du? Nein, nein, oh Scheiße. Okay, das Brecheisen ist ziemlich scheiße. Weil die Axt zum Beispiel tötet Zombies mit einem Schlag. So. Hey, ich habe ihn noch getroffen. Na, okay, das hat keinen wirklichen Sinn. Ich muss irgendwie immer um ihn rumlaufen. Dann würde es vielleicht gehen. Hey, der hat mich doch gar nicht getroffen. Jetzt stirbst du. Nein, hä? Alter, der tötet überhaupt nicht die Crowbar. Ah, jetzt ist er tot. Hat er irgendein Loot? Nee. Das war jetzt natürlich schöne Verschwendung. Schöne, schöne Verschwendung. Komm hier rein. Nein. Manana, badibadibi. Aber eigentlich hat es gar keinen Sinn, in so kleinen Dörfern rumzulaufen, weil da findest du kaum was Gutes. Und wenn du was Gutes findest, dann brauchst du wirklich sehr viel Glück. Deswegen laufe ich jetzt auch einfach mal weiter. Auch wenn ich dann irgendwann verhungern werde. Guck mal, meine Hungeranzeige ist schon bei 50%. Und man hat am Anfang nichts bekommen, oder? Nee, ich habe nur jetzt ein bisschen was zu trinken dabei. Ich glaube, bergauf laufen ist gar nicht so schlau. Oh, was ist das? Einfach nur ein Stein oder wie? Boah, und übrigens, wenn man einen Helikopterabsturz findet, da kann man richtig viel gute Waffen finden. Och man, das ist jetzt aber ein langweiliger erster Part. Und übrigens, dieses Projekt wird natürlich jetzt nicht durchgehend gespielt, nur wenn ich mal Bock habe einfach. Oder wenn ich eine richtig geile Stelle erlebt habe, weil ich werde das natürlich auch so einfach mal in der Freizeit zocken, weil das ist ziemlich geil, das Game. Außer ihr wollt natürlich sehr viel mehr sehen und das kommt sehr gut an. Dann werde ich vielleicht noch mal ein paar Mal aufnehmen. Ein paar Mal mehr. Eigentlich habe ich mir überlegt, heute Battlefield aufzunehmen, aber da dachte ich mir, bringst du mal was Neues, vielleicht kommt es ja gut an. Oh, ich bin wieder an der Küste, oder? Jopp. Nee, ich will aber nicht an die Küste. Und die Meldungen, die rot geschrieben sind, einfach nicht beachten. Das sind irgendwelche Kicks von Admins. Könnte auch sein, dass ich irgendwann gekickt werde. Man weiß nie warum. Und in diesem Spiel kann man auch relativ gut cheaten und glitchen und so eine Scheiße. Aber sorry, wer will das? Das bringt ja auch kein Spiel, gar keinen Spaß. Der ganze Spielspaß geht verloren. Boah, und ich kann überhaupt nicht weit gucken. Da vorne ist schon wieder Nebel. Gucken wir doch mal ein bisschen weiter rum. Lalala. Und wie ich schon gesagt habe, sehr weitläufig das Spiel. Da läuft man manchmal eine Stunde, na keine Stunde, ich übertreibe gerade. Wir sind hier gerade mal 24 Minuten unterwegs und wir haben schon ein paar kleinere Dörfer gefunden. Aber bis man eine richtig große Stadt findet, muss man entweder die ganze Zeit an der Küste, wie man am Anfang eigentlich machen soll, längs laufen. Oder muss wirklich Glück haben. Oder man kennt sich natürlich auf der Karte aus und hat einen Kompass dabei.
Was bei mir leider jetzt noch nicht der Fall ist. Aber da unten ist, glaube ich, ist das eine Stadt oder einfach nur ein paar Häuser? Nee, da ist gar nichts. Oh, ich bin blind. Oh, und da ist gerade ein Krankenwagen. Ich glaube, man hört den aber nicht. Also ihr nicht. Lalala. Ich kann einfach mal ein bisschen von meinem Tag erzählen. Ich war heute im Park, ne? Spazieren. Nee, das meine ich ernst gerade. Und da war dann plötzlich so ein Helikopter vom ADAC, Alter. Voll neben mir abgehoben. Also das ist jetzt wirklich nicht gelogen. Voll der Wind. Klingt ein bisschen unglaubwürdig, aber mitten im Park ist der einfach gelandet. Ich weiß auch gar nicht warum. Da war irgendwie Autospuren in der Wiese und so. Voll der Crash oder so. Keine Ahnung. Ja. Oh, was war das? Oh, Alter, guck mal. Guck mal, ein Weihnachtsbaum mit vielen Special Effects. Yay, ja, wuhu. Nee, ich dachte gerade, das wäre ein Zelt. Also, man kann ja auch Zelte aufstellen, wo man seine ganzen Sachen versteckt. Und wenn man so eins findet, ist man rich, Nigga, Digga. Na, da ist man wirklich reich. Also, da tun immer die meisten Typen ihr ganzes Zeug rein, weil sie sich gerade ausloggen und haben keinen Bock, das im Inventory zu behalten. Oder sie haben einfach zu wenig Inventarplatz. Dann stellt man eben einfach mal ein Zeltchen auf. Boah, ich glaube, Todesursache, verhungert. Oh, ich muss mal stehen bleiben. Irgendwie habe ich gerade nur 10 Frames und das ist ziemlich ruckelig. Ja. Ich guck mal kurz, was da los ist. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und ich habe gefunden, was die Ursache ist. Das Problem war einfach, man darf nicht immer zu weit nach vorne gucken, weil das dann einfach viel zu viel lädt, weil das ist ja eine riesen Landschaft, wie schon tausendmal erwähnt von mir. Deswegen gucke ich einfach mal ein bisschen mehr auf den Boden und gucke nur ab und zu mal ein bisschen hoch, damit die Framezahl nicht wieder einbricht. Guckst dich wieder nach unten und bleibst ein bisschen stehen. Guck mal, wenn man da hinguckt, wo es schon geladen ist, ist die Framezahl wieder höher. Und wenn man da hinguckt, ach, verstehe einer die Framezahlen von Fraps. Also, die haben ihren eigenen Kopf. Am Anfang hatte ich 60 Frames, jetzt habe ich nur noch 18. Hupsala. Jetzt habe ich 15. Alter, was ist da los? Was ist da los? Ah, eine Straße. Und ein Dorf. Und noch ein... Oh, das ist... Oh, eine Scheune. Da haben wir vielleicht sogar eine Chance auf eine kleine Pistole oder ein kleines Gewehr. Also nicht wirklich Chance auf was Großes und ich darf nicht die ganze Zeit rennen. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen gebückt. Dann hören mich die Zombies nicht ganz so laut. Und die Tür kann man öffnen. 3, 2, 1. Jetzt guckt euch das an. The next Uri Geller. Rat. Stein. Schalosch. Also meine telekinetischen Kräfte sind einfach... Der Über-Motherfucker-Shit. Oh, was ist das denn? Einfach nur ein Haufen Müll. Ich frag mich, ne? Man kann hier in dem Spiel normalerweise Autoreifen, die liegen mitten auf dem Weg. Und die kann man... Okay, hier sind keine Felgen drin, deswegen. Aber normalerweise kann man die mal aufheben, aber die dann auf dem Schrottplatz natürlich nicht. Aber okay, ich habe gerade gesehen, der hat keine Felgen. Ist hier irgendetwas? Hallo? Irgendwo? Alter, hier ist überhaupt kein Loot drin. Das ist aber nicht normal. Oder ist hier irgend noch was? Nein. Nein. Das enttäuscht mich aber gerade sehr. Ach, dann gehen wir einfach nochmal zu dem Dorf. Und ja. Ich habe jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr das Spiel gezeigt. Ich werde dann einfach immer die Aufnahme mal anschmeißen, wenn es ein bisschen spannender ist und sich ein bisschen zuspitzt. Oder wenn ich mich ein bisschen mehr equippe. Aber das ist jetzt einfach nur die erste Folge gewesen. Ne? Hat Spaß, ne? Ist überhaupt nichts passiert, nichts Spannendes. Ich habe einfach nur voll gequatscht. Aber seht das Tutorial an, dass ihr jetzt wisst, was das für ein schönes Spiel ist. Ein kleines Vorstellungsvideo. Ich gehe noch einmal zu dem Haus da hinten. Außer ich sehe jetzt aus dem Augenwinkel irgendwas super Tolles. Wie ein Helikopter oder sowas. Das ich dann verwenden könnte. Jetzt will ich wieder mehr Frames haben. So, 20. Immer weiter nach unten gucken, desto mehr Frames bekommt man. Jetzt habe ich 21. Und jetzt habe ich wieder... 18. Jetzt habe ich wieder 20. Das heißt, immer wenn ich nach unten gucke, habt ihr mehr ein flüssigeres Bild. Finde ich gut. So. Das sind sogar mehrere Häuser. Lass doch die Sorgen zu Haus. Nee. Muss doch irgendwas... Oh, da kann man auch wieder rein. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Und wir lassen... Nein, wow, das hat gerade gehakt. Das war ein Mega-Lech. Was ist das denn? Bienenwaben? Komm zu Daddy. Ja, komm. Nee, warte, ich leg mich mal kurz hin. Du siehst mich nicht. Dann seht ihr jetzt gerade, die Anzeige von dem Ohr und dem Auge ist gerade ganz runtergegangen. Das heißt, wenn man liegt, können sie einen fast nicht sehen. Und wenn man dann rollt, auch nicht. Tschüssi. So, und ich hab mir gerade nicht zu... Trinken eingepackt. Ich drücke die ganze Zeit einfach nur eine Taste und der macht das automatisch.
Oh nee, das ist zu weit weg, das Trinken. Naja, ist ja gleich zu Ende. Oh, hier sind ein paar mehr gespawnt jetzt. Okay, ich glaube, irgendeiner hat mich gerade gesehen. HRO ist losing connection. Oh yeah. Links und rechts und links und rechts. Oh oh. Hier auch seitwärts krabbeln. Okay. Soll ich die Musik jetzt mal lauter machen? Die ist ziemlich mysteriös gerade. Episch. Oh, mein Ohr. Oh. Okay. Ah, da ist eine Axt. Das Lustigste ist, solche Äxte hier in dem Spiel kann man nicht mitnehmen, aber die auf dem Boden liegen, das geht. Das ist manchmal ziemlich logisch natürlich, dass man die da so offensichtlich hängt, nicht nehmen kann, aber bestimmte Äxte kann man nehmen. Dann Zombie drinne. Oh, hier. Oh, die sind cool. Nein, ich wollte gar nicht da rein. Ich wollte eigentlich aufstehen. Aufstehen auf C. Nee, auf X. Ich will ja gebückt gehen. Nicht zu auffällig. Und hier sind immer Loot hinter. Also meistens, nicht immer. Das ist ja jetzt keine Gesetzmäßigkeit. Hier, da ist einfach nur Holz oder was ist das? Ja, Woodpile. Super. Ich brauche jetzt aber kein Feuer oder irgendwas zum Reparieren. Ich brauche eine Waffe. Nee, hier ist nichts. Dann können wir nochmal oben gucken. Wo wahrscheinlich auch nichts ist. Bei meinem Glück, ne? Das ist ja. Oh, da sind leere Dosen. Die wollte ich schon immer haben. Och, die habe ich mir schon immer gewünscht. Vielleicht ist dahinter ja was. Warte, können wir auch noch mal versuchen, bevor wir jetzt da hochgehen. Nö. Nop. Da drüben liegt auch nichts. Aber wir können da oben jetzt auch mal hoch. Alle hepp. Oh, ja. Ja. Okay, dann spielen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Dann splitte ich die ganze Kacke hier in zwei Parts. Ist doch egal. Take Winchester. Hier. Nee, ich will die Crowbar gar nicht droppen, weil die will ich lieber bei mir behalten, nur so zur Sicherheit. Rechtsklick, Drop Crowbar, Add to Toolbelt. Und jetzt. Nehmen. Und die Munition habe ich jetzt auch schon genommen. 15 Schuss. So visiert man übrigens an. So geht man noch näher ran. Oh Gott, das Einvisieren und Rausvisieren, warum man dazu zittert. Boah, meine Zunge vergibt schon den Geist auf. Das kann ja nicht sein.